Frohe Ostern allerseits und herzlich willkommen zur 244. Folge der Honigwabe. Damit kommen wir zu einem weiteren Hauptthema. Wir kommen zu den RKI-Files oder auch den Protokollen der weisen Virologen, wie manche sie nennen. Ich beispielsweise. Tja, was hat sich da dargestellt? Es ist so, dass es während den Corona-Maßnahmen regelmäßige Krisenstabstreffen vom RKI gab, wo so Leute wie Drosten oder Wieler sich dann ja darüber beraten haben, ausgetauscht haben, wie zu verfahren wäre, wie man die Pandemie bewerten müsste in der Öffentlichkeit, welche Tipps man rausgibt, wie man die Regierung berät und so weiter und so fort. Und von diesen Treffen gibt es Protokolle, gibt es Abschriften. Diese Abschriften wurden aber bislang unter Verschluss gehalten, wurden nun aber freigeklagt von einem Magazin namens Multipolar Magazin. Von dem sehen wir auch gerade hier einen Artikel. Die klagen schon seit Ende 2020 darauf, dass diese Files, diese Protokolle veröffentlicht werden müssen und hatten damit dann Erfolg im letzten April, allerdings in ja massiv geschwärzter Form. Wir sehen hier ein Beispiel für diese Schwärzung. Das ist jetzt einfach die erste Seite, damit man sieht, dass das halt direkt so losgeht. Das hier ist aber noch gar nichts. Hier sehen wir, wie große Teile von diesem Bericht aussehen. Also quasi alles ist geschwärzt. Dennoch sind in den nicht geschwärzten Teilen teilweise interessante Informationen und über die wollen wir heute reden. Sorry, Black Lines Matter. Hast du den Hashtag mitbekommen? Nee. Ich habe mitbekommen, dass auf Twitter einige Leute dazu gemimt haben, vor allem Snicklink oder geschwärzt, wie er sich jetzt nennt. Hier hat er eine schöne Deutschlandkarte gemacht, in geschwärzt. Also das wurde ein großes Meme. Ja, und eigentlich wollten sie auch diese Schwärzungen noch wegklagen. Jedoch scheint es so, als wenn Gericht und Staat oder RKI versuchen, das Ganze einfach herauszuzögern, solange es irgendwie geht. Und deswegen haben sie sich jetzt gesagt, dass sie jetzt diese Unterlagen, die sie schon seit April 23 haben, an die Öffentlichkeit bringen. Sie haben insgesamt schon 50.000 Euro versenkt in diesen Klagen und die gehen jetzt noch weiter. Wie gesagt, sie versuchen jetzt immer noch die ungeschwärzte Version davon zu finden. Beginnen wir mal mit einer Sache, die die Medien in Wallung versetzt hat. Vor allem das ZDF, die haben da Artikel zu umgeschrieben. In einer Stelle dieser Protokolle kann man lesen, wie am Anfang der Corona-Pandemie am 16. März 2020 vermerkt wird, am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald Name geschwärzt ein Signal dafür gibt. Also man will uns nicht verraten, wer da das Signal offenbar gibt. Und es fällt auf, die reden da auch im Drumherum dieser Stelle überhaupt nicht über irgendwelche medizinischen Befunde, medizinischen Erkenntnisse oder so, sondern es geht darum, dass die WHO jetzt halt neue Einstufungen vorgenommen hat und dass sie jetzt auf das Signal aus vermutlich dann der Politik warten, diese Hochstufung vorzunehmen, nachdem sie erstmal Corona als relativ harmlos einsortiert haben. Kleiner Funfact, also erstens, ich habe gerade die Spendenadresse für den Herrn Paul Schreier der Videobeschreibung hinzugefügt. Wer da nochmal einen Zehner locker machen will, das ist der Mann, der hauptverantwortlich dafür ist, dass diese Protokolle jetzt freigeklagt wurden oder letztes Jahr schon freigeklagt wurden und jetzt veröffentlicht wurden. Denkt drüber nach. Ich habe da einen Zehner hingeschickt. Wer kann vielleicht einen Zehner? Das schadet nicht. Kleiner Funfact, man weiß möglicherweise mittlerweile, welcher Name da geschwärzt war. Genau die Stelle, die du gerade genannt hast. Es gab nämlich einen Militär, der bei diesen Sitzungen regelmäßig zugegen war. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Es gab einen Livestream vor 4-5 Tagen. Da hat während des Livestreams jemand eine KI drüber laufen lassen. Mhm. Und frag mich nicht, wie es lief. Ja, aber mittlerweile wird das an mehreren Stellen spekuliert. Es scheint dieser eine Militär gewesen zu sein. Ja, dieser geschwärzte Name ist Herr, keine Ahnung, Mann, Oberstleutnant irgendwas. Nur fürs Protokoll. Sehr interessant. Ja, ich hatte eine andere Person in Verdacht, die ich auch an diesem Punkt der Sendung kurz hier einladen möchte. Was haben Sie denn dazu zu sagen? Alles klar, vielen Dank, Herr Soros. Ich dachte, unser Michi. Stimmt. Michi könnte es auch sagen. Ja, er war das Mastermind hinter allem. Ne? Das würde auch seinen Fanatismus erklären. Tja, die Mainstream-Medien, wie gerade beschrieben, haben ihre eigenen Artikel häufiger mal verändert. Vor allem das ZDF hatte zunächst einen recht RKI-kritischen Artikel zu diesen Protokollen verfasst, der dann nachher umgeschrieben wurde, ohne das zu deklarieren. Sie haben so getan, als wäre der immer so gewesen. Es ist auch nicht bekannt, von wem dieser Artikel umgeschrieben wurde. Also ob das über den Kopf von der eigentlichen Autorin hinweg passiert ist oder wie das passiert ist. Sie hatte eigentlich zu der Stelle, die wir gerade zitiert haben, also dieses, wir warten auf das Signal, dann stufen wir es hoch, also die Risikoeinschränkung von uns. Sie haben dazu eigentlich zunächst geschrieben, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage die Hochstufung erfolgt, bleibt unklar. Ne? Also im Endeffekt der Kritikpunkt, den ich auch gerade hatte, die reden ja gar nicht über irgendwelche medizinischen Erkenntnisse, die reden nur darüber, was die Politik will.
Das haben sie dann beim ZDF gestrichen und ersetzt mit einer komplett neuen Passage. Und zwar, die Passage in den Protokollen legt allerdings nahe, dass das RKI die Risikobewertung selbst gemacht und nach dieser das Risiko als hoch eingestuft hat. Was nicht der Fall ist. Also inwiefern legt sie das nahe? Einzig die Veröffentlichung der Risikobewertung hing demnach von der Freigabe der nicht namentlich genannten Person ab. Das reimen sich einfach so zusammen und wollen damit halt suggerieren, nee, hat alles an Richtigkeit, diese Ärzte haben sich das angeguckt und kamen dann zu dem Schluss, während sie nicht mal irgendeine Stelle zitieren können, die sie zu dieser Erkenntnis brachte. Also das hätten sie einfach nur gerne so und genauso hätte das auch T-Online und der Spiegel gerne so. Die haben das daraufhin nämlich einfach abgeschrieben von denen. Die haben dann in ihre Artikel eingefügt, laut ZDF heute legt die Passage allerdings nahe, dass das RKI die Risikobewertung selbst gemacht, blablabla, Zitat einfach. Ne? Also die zitieren jetzt das ZDF, dass das ZDF denkt, diese Passage lege das nahe. Ne? Ihr könnt doch selber die Passage lesen. Also, was für hirntote Zombies sollen wir jetzt sein an diesem Punkt? Wir hören jetzt einfach auf das ZDF. Wir können nicht mehr selber bewerten, nicht mal der Journalist beim Spiegel kann selber bewerten, ob eine Passage irgendwas nahelegt. Nein, er braucht eine Autorität, in dem Fall das ZDF, die sagen in ihrem bearbeiteten Artikel, das lege es nahe. Tja, im nicht geschwärzten Teil von diesen Dokumenten fand sich aber auch Interessantes. Etwa wurde darüber geredet, dass man Covid-19 nicht mit der Grippe, nicht mit Influenza vergleichen sollte, weil bei einer normalen Influenza-Welle mehr Leute versterben. Das klingt eigentlich wie irgendein Spruch von Twitter, wird dann noch abgerundet. Ja, das haben diese Ärzte da beim RKI, diese Experten, sich gegenseitig gesagt und ja, das war der Konsens. Sie haben es dann noch abgerundet mit, jedoch ist Covid-19 aus anderen Gründen bedenklich her, die nicht weiter ausgeführt wurden. Aber sehr interessant, das war nicht der Tenor in den Medien, das war auch nichts, was man damals an der Öffentlichkeit haben wollte. Sie haben darüber geredet, dass Lockdowns teils zu Konsequenzen führen, welche dann wiederum zum Teil schwerere Konsequenzen als Covid selbst haben. Also sie hatten das auf dem Schirm. Sie sprechen über Kindersterblichkeit etwa. Es gab damals ja auch diesen riesen Spike von Selbstmordversuchen von Kindern. Ich glaube, irgendwie unter 14-jährige Kinder haben sich zu keinem Zeitpunkt seit, keine Ahnung, dem Zweiten Weltkrieg oder so, in Deutschland in diesen Zahlen umgebracht, wie während der Corona-Pandemie und während den Maßnahmen gegen Corona. Auch sehr interessant, dass sie das offenbar auf dem Schirm hatten. Das hätten sie öffentlich niemals so kommuniziert. Und sie sprechen auch über die Bratwurst. Sie sprechen darüber, dass bei Impfdurchbrüchen, und wir wissen ja alle, die waren gang und gäbe, sonst wie viele Geimpfte haben sich dann trotzdem infiziert, die waren so gang und gäbe, dass irgendwann nicht mal mehr das Narrativ war in den Medien, dass die Impfung dazu da sei, einen zu schützen vor der Erkrankung. Sie haben darüber gesprochen, dass bei Impfdurchbrüchen stärkere Erkrankungen auftreten als bei Ungeimpften. Interessant, also du kriegst die Scheiße mindestens genauso häufig und laut ihnen ist die Erkrankung auch noch stärker gewesen bei einem Impfdurchbruch. Außerdem haben sie über den Mehrwert einer FFP2-Maske geredet am 30. Oktober 2020. Das war, bevor sie dann gesagt haben, wir müssen jetzt alle FFP2-Masken tragen. Sie haben gesagt, bei nicht korrekter Anpassung und Benutzung bieten sie keinen Mehrwert, wenn der Träger nicht geschult qualifiziertes Personal ist. Ich glaube, was sie damit ausdrücken wollen. Es ist so krank, Alter. Verklausuliert ist, dass du eigentlich irgendeinen Weg finden müsstest, so wie in Laborversuchen, diese Maske luftdicht an deinen Schädel zu befestigen. Ja. Weil du ansonsten halt einfach in der Summe an der Maske vorbeiatmest. Ne? Deine Atemluft, die du ausatmest, wird nicht gefiltert und kommt dann gefiltert in den Raum rein, sondern es kommt halt an den Rändern durch und so macht die Maske am Ende gar nichts. Das war auch der Schluss, zu dem der Evaluationsbericht der Expertenkommission der Bundesregierung gekommen war. Die Maske könnte nur etwas bewirken, wenn de facto ein Näherungswert an 100% der Luft, die ein- und ausgeatmet wird, dadurch auch gefiltert würde. Covid überträgt sich nämlich nicht durch Tröpfchen in erster Linie oder durch herausschießende Aerosole, die dich dann irgendwie erwischen können oder so, sondern durch die Konzentration in der Luft. Will heißen, wenn in einem Raum einer mit Covid atmet, dann atmet er irgendwann diese Luft in den Raum in einer Konzentration voll, in der dann andere Leute sich infizieren. Und das könnte eben nur, wie gerade beschrieben, verhindert werden, indem man diese Maske tatsächlich luftdicht oder nahezu luftdicht an den Kopf macht. Auf irgendeine Art und Weise. Du hast gerade schon den Evaluationsbericht der Bundesregierung erwähnt. Bei dem Cochrane Review war das ja genauso. Also die haben, das war eine Meta-Analyse aus, ich habe es schon vergessen, 28 oder sowas, Studien, die sie da zusammengetragen haben, ebenfalls mit dem Ergebnis, Masken im Alltag bringen nichts. Also nicht bringen nichts, ja, fang nicht an zu heulen, sondern es gibt keinen Nachweis, dass sie etwas bringen würden. In anderen Worten, sie bringen nichts. Tja, kommen wir zu den Impfdurchbrüchen, über die wir gerade geredet haben. Auch da
gab es ja ähnliche Sachen, die wir erfahren haben in besagtem Evaluationsbericht. Dort sprach man dann davon, dass die Verhinderung von Hospitalisierungen im Mindesten zweifelhaft sei durch die Impfung. Und wer, keine Ahnung, Akademikerdeutsch nicht kennt, in so einem Paper ist im Mindesten zweifelhaft so viel wie Bullshit, ne? So viel wie kompletter Schwachsinn. Das würde man da nicht härter ausdrücken können als so. Das heißt, es deckt sich auch wieder mit dem Evaluationsbericht. Interessant ist daran nur, dass sie das damals schon wussten. Und ich will noch mal daran erinnern, das sagt man jetzt so salopp dahin, ne? Also ja, sie wussten damals schon, dass bei der Hospitalisierung die Impfungen sich, wenn irgendetwas negativ auswirken, darüber haben sie damals gesprochen. Das war das zentrale Narrativ, das übrig blieb, als allen klar war, dass die Impfung eben nicht vor Infektionen schützt. Das war das zentrale Narrativ, warum man jetzt die Ungeimpften gängeln müsste. Warum man die ausschließen muss vom öffentlichen Leben und so weiter. Eben damit die dazu gedrängt werden, sich das irgendwann reinzuziehen. Denn sonst landen sie, nicht andere Leute, sie landen auf der Intensivstation und werden damit dafür sorgen, dass irgendwann die Intensivmedizin zusammenbricht. Und dann haben wir halt irgendwelche Horrorszenen mit Betten auf dem Flur und so weiter, wo einfach nur Leute krepieren, um die sich keiner mehr kümmern kann. Ne? Das war das zentrale Narrativ hinter der Gängelung der Ungeimpften damals. Und heute wissen wir, sie selber wussten, ist es Bullshit. Ja, das soll es ganz knackig gewesen sein. Es ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Also ja. Wie wir halt offensichtlich bei den entscheidenden Punkten verarscht wurden über Jahre. Und nochmal, das Problem war nie, dass wir es dann mit dem neuen Virus zu tun haben und man erstmal vorsichtig gucken muss und so. Natürlich kann man falsch liegen, gar kein Problem. Ja, wo es die, die aus heutiger Sicht richtiger gelegen haben als der Mainstream, die wurden als Ratten bezeichnet, die in ihre Löcher zurückgeprügelt werden müssen. So zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen, die über die wurde gesagt, ebenfalls übrigens Öffentlich-Rechtliche Kölner Treffer, das glaube ich von dieser Schauspielerin aus Österreich, dass diese Leute, die da demonstrieren auf den Straßen, also geprügelt gehören diese Menschen, gefolgt von Applaus des Publikums, was halt so bei den Öffentlich-Rechtlichen in den Talkshows sitzt. Ja, das ist halt das Problem. Ja, ich möchte an Montgomery erinnern, der gesagt hat, dass ich kriege den genauen Wortlaut nicht hin, aber so ungefähr, wir müssen jetzt die Peitsche rausholen und sie den Ungeimpften in die Fresse schlagen. Ja, die Zeit des Zuckerbrots ist vorbei. Die Zeit des Zuckerbrots ist vorbei. Wo auch er ja irgendwie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später nochmal gefragt wurde oder ungefragt nochmal gesagt hat, dass er bei seinem Standpunkt bleiben würde und so weiter und so weiter. Ja, Emilia Fester, die da am Räderpult stand, ihr habt mir die Kindheit versaut. Ja, so eine Scheiße, was wir uns alles reinziehen mussten von diesen Vollidioten. Ja. Interessant ist eben auch an diesen Protokollen, dass daraus hervorgeht zwischen den Zeilen, dass ihnen, ob sie richtig liegen mit ihrer medizinischen Einstufung, relativ egal war. Es ging halt eher darum, was gerade politisch durchsetzbar war, ne? Und was sagt Autorität X, welcher Politiker wünscht sich was und so. Und danach hat man dann gehandelt, ne? Die haben da nicht groß besprochen, oh Gott, wir haben Angst, dass hier die Intensivbetten kollabieren und dann verrecken Leute in den Krankenhäusern. Die haben besprochen, wie können wir den Leuten das verkaufen. Ja. Und um die Sache nochmal komplett zu machen, Hans-Ulrich Holtherm ist derjenige, der da wohl geschwärzt wurde, der Militär, von dem ich schon gesprochen habe, ist ein deutscher Arzt, Generalstabsarzt des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr und seit dem 15. Dezember 2021 Kommandeur der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München. Das ist nach meinem bisherigen Verständnis derjenige, den man dort geschwärzt hat. Und ein letzter Funfact noch zu Herrn Lothar Heinz Wieler. Ich habe immer wieder gesehen, dass der auf Twitter als Tierarzt Wieler diffamiert wurde, dachte ich. Mhm. Wir haben uns gerade noch mal unterhalten darüber, wie heißt der jetzt? Heißt der Wieler? Wieler? Wie heißt denn der? Ich habe da noch mal gegoogelt und ich dachte erst, das ist ein Fake. Nein, Lothar H. Wieler, deutscher Tierarzt. Lothar Heinz Wieler ist ein deutscher Tierarzt und Fachtierarzt für Mikrobiologie. Von 2015 bis 2023 war er Präsident des Robert-Koch-Instituts. Also, das war nicht die ganze Zeit ein Witz. Ich dachte, das ist ähnlich wie bei Drosten. Weißt du, bei Drosten gibt es ja die Verschwörungstheorie, dass der eine Doktorarbeit geschrieben hat. Darum wurde er gerne Dr. Osten genannt, statt Herr Dr. Drosten, ja, weil der Doktor eigentlich fehlen würde. Mhm. Und irgendwas ist da auch, keine Ahnung, die Doktorarbeit ist nicht öffentlich oder so. Ich weiß ganz genau. Ja, alles Verschwörungstheorien. Aber dass Herr Wieler halt wirklich ein Tierarzt ist, finde ich schon ziemlich geil. Ja. Tja, damit sind wir am Ende vom offiziellen Teil der heutigen Sendung, vom vorbereiteten Teil. Wir bedanken uns nochmal für eure Aufmerksamkeit, hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns nächsten Sonntag wie immer live um 18 Uhr auf diesem Kanal. Bis dann, haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.